voll in Flamme. Reactions Hugo. Let's go, baby. Ja, Altenberg wegen dir. Die sagen, ich kann nachjoinen, wenn ich auf Overload, my heartbeat keeps on repeating, all to explode. Moin, moin. Und Digga, das war der Clip, wo er meinte, so geht's im Techno-Club ab. Rein da. Abfahrt. Flüffler mit dem Dreier. Ist das ab? Wie riecht Lia unten rum? Oh, Digga, wie oft habe ich den Clip schon gesehen? Wenn ich das wieder sage, denken alle wieder, ich habe einen an der Waffel. Aber die, wisst ihr, was ich mit dieser frische Uringeruch, dieser... Du gibst dir echt Mühe, dass deine Ponita riecht wie frisch gewaschen. Und dann wird Knossi gefragt im Stream. Dann wird der Mann einfach im Stream gefragt, wie die seiner Freundin riecht. Aber dieser frische, wisst ihr nicht, dieser abgestandene. Wisst ihr, was ich meine? Dieser... Und Digga, wie eklig. Ich sag euch eins, das wird im Haus Knossalla richtig geknallt haben, Digga. Ja, ja, Jens hat gesagt, da gab's den einen oder anderen Talk zu. Da würde ich Geld drauf verwetten, dass das richtig geknallt hat im Hause Knossalla. Kate, sie war in Stuttgart, wir waren ein bisschen unterwegs. Merle ist Atzin und Merle, Paul, Kev und ich, wir sind Homies, okay? So wie ihr Homies habt, sind wir auch Homies. Digga, ich lese Kommentare, dass ich schon wieder einer Oma über die Straße geholfen habe. Ich habe Leute aus einem brennenden Haus rausgeholt. Ich habe Kommentare da gesehen, wo ich mir denke, woher holt ihr das? Super lieb, aber ich kann nicht tausendmal eine brennende Oma aus einem Haus rausholen. Das ist ja für... Es ist, weißt du, es ist einfach nicht so einfach. Wir haben einen vermissten Vorfall in der Stadt und es kann so nicht mehr weitergehen. Gesucht wird... Hä? Ist das geisteskrank? Po der Panda! Wer weiß, ob er eines Tages wiederkommt? Ich glaube nicht. Ich möchte nur einmal sagen, dass ich mit diesem Vorfall... Ich freue mich gleich schon sehr wieder. Sehr schön. Jimmy, was geht? Sehr schön. Eigentlich nicht, ja. Ich chill gerade so nebenbei. Die wollen jetzt Monopoly rein. Was sagt... Was ist das? Rohat! Rohat! Rohat, bitte schnell! Rohat, schnell, komm rein, mein Bruder, was ist das? Was? Wo bist du? Wer bist du? Was ist das, Bruder? Da ist... Komm mal schnell zu mir! Komm mal ganz schnell zu mir! Bei mir im Kamehaus! Kamehaus, da ist irgendwas! Ich will was anderes essen. Aber warum? Ist es okay, ist ein Spiel. Ich mach kein Vorwort, ich will's einfach nur nicht. Ich will nicht die Tür aufmachen. Eli kommt rein. Ey, bin kurz Aufgabe, gleich da. Du wolltest mir doch gerade Dings da zeigen. Das hier, ist das dein Haus? Ja. Oh nein. Oh nein. Es stinkt, es stinkt. Nein! Verklickt! Hilfe! Fabo, was? Wie Deutschland? Ich hab da wieder so Lust. Guck mal, wie hoch der geht. Geht Umzug schon los, Chat? Meine Enderperlen. Achso, hier, warte. Ups. Ja? Ameman. Ja, dann mach ich mich auch schon mal ready. Schauen wir die Videos später noch. Ja, ich habe noch nicht fertig. Hier werden noch Bäume angebaut. Irgendwann wird der Platz nicht mehr reichen. Dann spreng ich Isas Bereich. Dann habe ich auch noch ordentlich Platz. Dann spreng ich zurück. Du hast ja auch schon mal im Stream einsprengen lassen. Das verstehe ich nicht. Hat jeder gehört. Was? Och Mann, hör auf, das Isa doch die ganze Zeit zu sagen. Ja. Die Leute glauben sowas. War mal so einen leichten Zünder. Chat, was macht der hier? Abo, was macht der? Du gerne Fragen? Auf gar keinen Fall, Digga. Das wäre das Letzte, was mir ankommt. Ja, wir gehen rein. Alter, Monte, Bruder, mit Monte mit Bart schon stabil, Bruder. Der sieht schon stabil aus, Bruder. Aber man merkt schon, dass er ein bisschen älter geworden ist. Ja, jetzt auf no disrespect. Monte ist älter, man respektiert das auch, aber man merkt schon, dass er ein bisschen... Ist schon schade, Bruder. Bruder, ich weiß noch damals, wo er noch so jung war. Jetzt ist er so einfach wirklich schon dieser Onkel-Status. So, Monte, der Onkel, so... Oh nee, Digga. Oh nee. Wie die Zeit vergeht, Alter. Irgendwann wird er noch älter. Und dann geht eine Ära zu Ende. Das ist schon hart. Ey, du schlafst mit offenen Augen. Heute wieder Erlebnis. Ich sag's euch ganz ehrlich. Ich lieg auf Couch. Bubi und Pascal hier spielen. Ich schlaf kurz ein. Auf einmal höre ich Bubi. Papa hat die Augen offen. Papa ist tot.
Ich höre das so in meinem Traum, aber ich bin in meinem Traum gerade auf dem Fahrrad im Schnapspark in Rastatt. Mich verfolgt ein alter Freund von früher, René, rennt hinter mir her. Ich höre nur, Papa ist tot. Ich schwöre dir, ich fahr. Und ich kenne die Klippe. So, hinten, wenn du von der Realschule kommst. Und auf einmal fliege ich die Klippe. Fahrrad fliegt weg von mir, ich fliege die Klippe. Ist das Papa ist tot. Ich prall gerade auf, der springt auf mir. Ich mach die Augen auf meinen Sohn. So auf mir. Was ist jetzt schon wieder passiert? Wieso? Ja, dein Sohn hat jetzt auch gemerkt, du schläfst mit Augen offen. Ich bin Präsident Knabe. Ist das krank, Digga. Junge, Knossi-Tiber-Beat, man muss so kontrollieren, ob der noch lebt. Also, Entschuldigung, wir sind schon live, ja. Wir sind schon live, das ist richtig. Nehmen wir gleich ein Derby oder ist das eine Fanfreundschaft? Ja, also, ich bin jetzt mal ganz offen gesprochen. Also, ich bin ja ein alter Fußballhase und ich freue mich sehr, dass die Eintracht jetzt auch den Einstieg in den Fußball geschafft hat. Und ich will ja auch als Präsi am Zahn der Zeit bleiben bei den jungen Leuten und dann gucke ich halt immer Calcio. Oder Julius? So. Das ist mein Maskottchen, Julius? Und vielleicht, ja richtig, das ist Julius, der Julius-Turm. Bei, von der Zitadelle Spandau, genau. Ich sag mal, Currywurst hat er von. Ganz, ganz tief hinein. Köln-Ossendorf. Mir geht's wunderbar, läuft ja wie am Schnürchen, wa? Ja, läuft super, gell? Ja, pass mal nächste Woche auf, wenn ihr richtig Ticketings verkauft, damit wir, oder wir was organisieren, ne? Damit hier auch ein schöner Ultra-Block entsteht. Ja. Die sind ja alle am Start, aber hier mit Ticketverlosen, müsst ihr jetzt mir mal einen Block aufbauen. Weiß ich hier, Nordkurve oder so? Okay, ja, okay. Ich bin gerade Feuer und Flamme. Okay, ihr seht, Präsident Knabe ist Feuer und Flamme. Dieses hier, Bruder, was hast du gemacht? Erstmal ein Tor geschossen, ein Tor vorbereitet. Im Großen. Oh, was passiert hier? Präsident! Der arme Digga. Der übermotivierte Kreisliga-Spieler. Der hat mich angegriffen! Dein eigenes Maskottchen! Da ist doch Contra K drunter oder so! Der hat mich angerückt. Ja, guck jetzt an! Mann. Das macht man doch nicht! Nee, das geht gar nicht. Oh mein Gott! Mann! Was geht da ab? Togo! Meine Stimme war eigentlich besser gestern und heute, aber jetzt habe ich so viel geredet. Ja, genau, das ist das Problem, wie ich früher. Nein. Ich muss eigentlich meinen Hals schonen. Ja. Aber ich wollte nicht beim ersten Match krank. Liebe Leute, geht's dir mal lieber. Meine Stimme ein bisschen Moisty Meier. Ich schwör's dir, das ist doch, ich krieg die Seuche auch. Ich habe das schon gemerkt. Heute habe ich das richtig gemerkt, dass das richtig reinkommt. Soll ich in die Show platzen? Soll ich runterlaufen? Komm rein, bitte. Ich geh rein. Und Knossi kommt einfach rein, crasht hier mal kurz. Ich habe gerade im Stream gehört, ob wir das Vergnügen schon hatten. Noch nicht, deswegen bin ich aus dem Stream runtergeeilt, weil der Chat geschrieben hat, mach, geh runter. Alisha, freut mich sehr. Freu mich auch. Einer besser. Oh nein! Gut. Okay, Chat.